Inquisitor? Ist die Arkanistin eingetroffen? Das müsst ihr euch selbst ansehen. Hallöchen. Beraterin? Oh, ihr seid das. Lady Inquisitor. Ich bin Dagna. Arkanistin Dagna. Es ist mir eine Ehre, euer Gnaden. Ist es das? Das Handankermal? Sehr hübsch. Die Bresche war auch hübsch. Auf eine alles zerstörende Weise. Ich heiße euch in der Inquisition willkommen und freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Ich mich auch. Ich habe einige unglaubliche Dinge über euch gehört. Und ich liebe unglaubliche Dinge. Es gibt nichts Besseres. Ich habe mir Herods Geräte angesehen. Ihre Präzision ist fantastisch, aber klassisch, banal, altmodisch. Was soll das denn heißen? Ich habe nichts gegen das klassische Handwerk, aber ihr braucht eine neue Perspektive. Ich habe einige Änderungen vorgenommen. Solange ich das mache, könnt ihr so gut wie alles bauen. Nahezu gefahrlos. Ihr scheint von dem Anker beeindruckt zu sein. Wonach sieht er für euch aus? Ich habe gehört, was alle sagen, dass ihr Koryphäus habt sagen hören. Klingt irgendwie kompliziert. Für mich ist das ein Schlüssel. Aber Schlüssel tun viele Dinge. Öffnen, schließen, umschalten. Einige öffnen eine Sache, andere öffnen alles. Klingt, als hätte Koryphäus etwas damit geöffnet. Und ihr scheint etwas damit schließen zu können. Vielleicht ist das tatsächlich so einfach. Auf alle Fälle ist es hübsch. Ich wünschte, ich könnte ihn durchsehen. Wo studiert eine Zwergin theoretische Magie? Tja, das habe ich mich jahrelang auch gefragt. Natürlich, nicht in Orsama. Ich musste einen eigenen Zirkel gründen. Ich hatte allerdings Hilfe von einem grauen Wächter, dafür bin ich auf ewig dankbar. Danach habe ich ein halbes Dutzend Zirkel besucht. Die Wunder, die ich gesehen habe. Und dank meines scharfen Auges sehe ich, wo sie sich überschneiden. Das überrascht jeden Lehrer. Eine großartige Tradition. Und sie funktioniert so gut mit neuen Denkweisen. Ihr habt gesagt, ein grauer Wächter hätte euch bei euren Studien geholfen? Nicht irgendein grauer Wächter. Der graue Wächter. Die Heldin von Ferelden ist auch in Orsama eine Heldin. Es ist unglaublich, dass jemand wie die Heldin von Ferelden den kleinen Leuten hilft. Buchstäblich. Ihr habt so viel aufgegeben. Habt eure Heimat verlassen. War es das wirklich wert? Ja. Ich ließ zwar meine Heimat und meine Familie zurück, aber ich wusste, ich wusste einfach, in mir steckt mehr als eine Schmiede. Ich wünschte, mein Volk wäre nicht in der Vergangenheit gefangen und bedauere, dass ich mein Vater kein anderes Leben für mich vorstellen konnte. Aber ich bereue nicht, was ich getan habe. Euer jahrelanges Studium hat sich ausgezahlt. Oh ja, die Magier sagten, ich würde eine wertvolle Perspektive einbringen. Ich habe meine Arbeit sogar dem Rat der Verzauberer präsentiert. Ich wollte einen Austausch. Die Oberfläche sollte etwas über das Schmieden von Lyrium erfahren und Orsama etwas über Magie. Aber jetzt gibt es keinen Rat mehr. Und was die Halle der Bewahrung angeht, bin ich kastenlos. Ihr bekommt also meine beste Arbeit, Inquisitor. Lasst uns etwas Großartiges schaffen. Der Wächter hat euch auf eine ganz besondere Weise berührt. Fragt, wen ihr wollt. Die Leute werden euch dasselbe sagen. Es waren dunkle Zeiten, in denen es nur einen Lichtblick gab. Sie hat uns gerettet. Sie hat mich gerettet. Jetzt beruhigt euch mal wieder. Ihr habt viel zu tun. Richtig. Tut mir leid. Ich schweife immer ab, wenn ich daran denke. Ich bin bereit, wenn ihr mich braucht.